8. Wann immer ihr dieses Video seht, seid gegrüßt zu einem neuen Video von mir. Ja, heute haben wir hier mal Big Beef Classic. Ich habe den von Penny Burger mitbekommen, gekriegt. Wir, beziehungsweise meine Frau, war wieder einkaufen. Und ja, bei Penny gibt es jetzt diese Burger. Die sind für die Mikrowelle bei 600 Watt, 90 Sekunden lang. Den wollen wir mal testen, mal gucken, ob der genauso aussieht wie hier auf der Verpackung. Da sieht er ja richtig lecker aus. Oder ob er doch wesentlich anders aussieht. Ja, was hat er gekostet? Er hat natürlich gekostet, glaube, nagelt mich nicht fest, aber ich sollte meinen 1,99. Ja, gut. Wie wird das ganz einfach gemacht? Das wird Zubereitung in der Mikrowelle, Big Beef Chicken in was? Folienbeutel bei 600 Watt für 90 Sekunden erhitzen. Also wird der mit, der ist glaube ich in so einem Beutel drin, wird der drin erhitzt. So, dann haben wir hier für euch wieder die Zutatenliste. Und einmal, das hier ist jetzt die Zutatenliste und das hier war die Nährwerttabelle. Ja, wie viel sind da drin? 225 Gramm. Wir wollen den hier mal aufmachen, weil ich weiß nicht, ob der komplett mit der Tüte auf reingemacht wird oder nur mit dieser Plastikfolie da. Egal. So. Ja. In dieser Folie steckt der Burger drin. Mit dieser Folie wird er auch erhitzt. 90 Sekunden lang. Das werde ich jetzt machen. Und ich kann aber jetzt schon sagen, also ja, logischerweise, so wie er hier aussieht, sieht er natürlich bei weitem nicht hier aus im Original, sondern ja, da sieht er weniger appetitlich aus, aber wie gesagt, ich mache ihn jetzt erstmal, ja, ich mache den Hamburger jetzt erstmal heiß. Hey du, jetzt wirst du richtig heiß gemacht. Nein, Spaß beiseite, also ich mache den jetzt in der Mikrowelle, mache ich den fertig und dann sehen wir uns danach zum Kosten wieder. So, nach 90 Minuten in der Mikrowelle. Ja, die Verpackung erinnert mich ein wenig an die von den Lidl-Burgern. Also ist wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich derselbe Hersteller. Gehe ich mal von aus. Kann sein, muss aber nicht. Wie gesagt, 90 Sekunden in der Mikrowelle. Jetzt wollen wir hier mal den befreien von der Folie. Da hört man auch schon wieder meinen Magen. So leichtes Hüngerchen hat er ja. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Wow, warm ist er ja, oder beziehungsweise heiß. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er schmeckt. Also er ist von der Dings her ziemlich labberig. Er hat hier den Käse drunter. Er hat Tomate drunter. Wir schneiden den jetzt mal zur Hälfte auf. So. So sieht er aus. So sieht er von unten aus. So sieht er, nee, so sieht er von unten aus. Da hat er noch irgendein Kraut. Oben hat er, Quatsch, das ist oben. Also oben hat er den Käse und noch irgend so ein Kraut. Und dann unten halt eben Ketchup. Das Ganze ist ein bisschen, ja, schmatterhaft. Aber ich probiere ihn jetzt mal.
Mhm. Ja, das Fleisch hier, das hat ja mit Fleisch nicht viel zu tun. Das schmeckt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, matschig. Ja, man schmeckt nicht so, dass das wahre Rindfleisch daraus. Also meiner Meinung nach ist der nicht sehr besonders. Auch was hier oben drauf da dieses Gemüse sein soll oder was, ist alles nicht so, ich sage mal, prickelnd. Also von mir bekommt der Burger. Ja, ich weiß, es ist kein richtiger Hamburger von McDonald's oder so, kann man den nicht mit vergleichen, aber ich sage mal, ich habe schon andere Mikrowellenburger gegessen und die waren wirklich, die waren besser. Also der hier sagt mir nicht so zu. Das ist ein Burger, der ja, überzeugt mich nicht so. Schade eigentlich, aber ja gut, was will man machen? Also von mir bekommt er, ich sage mal, von 10 Punkten gebe ich ihm höchstens 6 Punkte. Mehr nicht. Also der ist nicht gut gelungen, meiner Meinung nach. Also für mich schmeckt er nicht sehr besonders. Wollen wir es mal so sagen. Okay, das war's aber jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video hier mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, ja, dann halt eben nicht. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und ja, schaut auch mal bei Instagram vorbei. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.